Heutzutage scheint es, als ob jeder gegen irgendwas allergisch ist. Katzen, Bäume, Lebensmittel. Aber was genau sind Allergien? Und wo kommen sie her? Nun, eine Allergie ist einfach eine Überreaktion des Immunsystems. Wenn ein Allergen, wie Gräserpollen, durch die Luft fliegt und mit dem Immunsystem eines Nicht-Allergikers in Kontakt kommt, erkennt dieses es als harmlos. Aber wenn es eine allergische Person erreicht, wird es vom Immunsystem als Bedrohung angesehen und Panik! Niesen, laufende Nase, Juckreiz und sogar Atemnot. Diese Allergene gab es schon immer. Aber damals waren wir die ganze Zeit draußen und der natürlichen Umgebung ausgesetzt. Unser Immunsystem hatte sich also daran gewöhnt und die Allergene als harmlos betrachtet. Heutzutage hat sich unsere Umgebung verändert und unser Immunsystem hat vergessen, wie es richtig reagieren muss. Wenn also jetzt eine allergische Person nach draußen geht, flippt das Immunsystem aus, auch wenn es mit etwas eigentlich Harmlosen in Berührung kommt. So entwickelt sich eine Allergie. Einfach gesagt, durch unseren modernen Lebensstil und wachsende Umweltverschmutzung entwickeln sich mehr Allergien um uns herum. Man nennt es auch die Epidemie des 21. Jahrhunderts. Aber keine Sorge, es gibt Möglichkeiten, die Symptome zu behandeln. Du möchtest mehr erfahren? Gehe zu deinem auf Allergien spezialisierten Arzt und frage nach möglichen Behandlungen.